Urgroßvater. Wenzel ist 1887 nach Salzburg von Böhmen geflüchtet und das habe ich erfahren von meinem Vater in seinen letzten Lebensjahren. Er ist mit 93 Jahren gestorben und das war vor einigen Jahren. Ich sage, Papi, wieso haben wir eigentlich den Bezug zu Salzburg? Den habe ich nicht gekannt. Und dann habe ich recherchiert im Archiv, im Stadtarchiv. Wir sind draufgekommen, dass der Wenzel in der Linzergasse Nummer 6 sein Studio gehabt hat und dort anscheinend kaiserlich-königlicher Hofschneider war. Und natürlich hat mich das berührt und bin schon längere Zeit auf der Suche gewesen, in Salzburg unsere Basis zu finden und wir haben sie gefunden. Wir sind stolz in der Judengasse Nummer 9 hier in diesen schönen Gebäuden, in diesen schönen Räumen im Herzen von Salzburg präsent zu sein. Wir gehen unseren eigenen Weg, der war steinig, jetzt wird er irgendwann ein bisschen ebener, aber wir wissen, was wir tun. Wir haben ein ganz klares Ziel, wir haben ganz klare Strategien, wir wollen in unserer Einzigartigkeit auch so ehrlich und natürlich bleiben. Die Welt ist unser Markt. Natürlich ist Österreich, Deutschland und Schweiz mit Norditalien unser Hauptmarkt, aber die Welt ist offen, wir sind jung und dynamisch. Wer es nicht glaubt, der kriegt gleich von mir eine Erklärung, aber wir sind jung und dynamisch und eigentlich sehr, sehr zukunftsvertrauensvoll. Stolz sind wir auf unsere Schuhe. Alle Schuhe sind handgefertigt in Italien. Also man sieht hier die doppelte Idealnaht, die diesen besonderen Komfort an jeden Schuh bietet. Canvas und naturgegerbtes Kalbsleder rundet das Ganze dann ab. Es gibt auch gefütterte Teile, wo wir die Materialien wieder vermischen mit Nylon. Alle Fütterungen sind Fütterungen aus Wolle von Fülnössa, das Fülnössertal in Südtirol, das Tal des Reinhold Mesner. Diese Brillenschafe sind eine ganz besondere Rasse. Diese Brillenschafwolle verwenden wir in unseren gefütterten Teilen und darauf sind wir besonders stolz, weil auch das wieder unsere Geschichte, unsere Heimat, unser Südtirol in den Bergen, in die Welt hinaus erzählen soll. Geschichte. Ja.